Die reine Zensur hier bei Decorative Plays. Chain Echoes. So. Beim Kiste existiert einfach nicht. Interessant. Beim letzten Mal haben wir angefangen, die Kanalisation auf den Kopf zu stellen, wurden von einem Kraken attackiert und haben unter anderem Glenn wiedergefunden und Killian. Und nun können wir weitermachen. Und ja, ich habe da oben angefangen, weil ich mich verschluckt hatte und den Part nochmal neu angefangen habe. War nicht schön. Leute, hier? Was mache ich hier? Tja, wie wäre es, wenn ich einfach keine Fragen stelle und ihr auch nicht? Werft stattdessen einen Blick auf meine Waren. Schnecks. Noch habe ich nicht wirklich das Gefühl, als bräuchte ich sowas, aber in der Theorie sehr schön. So, ihr wisst es, von denen kriege ich Zinnerz. Ich weiß nicht, wie sinnvoll Zinnerz gerade ist, so im Verlauf von allem, was wir so sehen werden. Also tue ich einfach mal so, als wäre es mir egal. Ist mir nicht egal, aber, ne? Das wird es dann schon fast hier wieder gewesen sein, wa? Zumindest fast. Einmal zack, bumm und peng. Und dann haben wir gewonnen. So, jetzt kann ich aber trotzdem eben klauen, warum nicht? Verlorene Spinatdose, wirklich? Ernsthaft? Ich habe ja tatsächlich gedacht, ich könnte das Ding jetzt gleich nicht öffnen, aber... Ne, alles cool. Mir wurde übrigens gesagt, man könnte... Den Knopf meinte er drücken, um nachzugucken, was die Dinger machen. Und ja, okay, Chance von 75% im Kampf als Erster zu handeln. Das macht zumindest mehr Sinn. Jetzt wollte ich aber eigentlich nach der Rüstung gucken. Aketon. Ein robustes Aketon. Gut. Haben wir auch Gegner? Nein. Wahrscheinlich wären sie so oder so auf irgendeine von den Plattformen gekommen, aber ich habe halt die richtige, falsche genommen. Wenn ihr hier weitergeht, gibt es für eine Weile kein Zurück. Okay. Dann gehen wir halt nach links und lasst uns nochmal verprügeln. Ist doch viel besser. Oder auch nicht halt, ne? Aber so vom Kampf her würde ich halt immer noch sagen, gefällt mir Sienna sehr gut. Es ist nur... Ah, man, du gehst damit direkt aus dem Overdrive wieder raus. Naja, egal. Ist zu gut, um es nicht einzusetzen. Mit Buffs sind sie alle tot. Naja, oder auch nicht. Logischerweise. Na, also so Samurai, Ninjas, wie auch immer, total gut. Schön, dass sie klauen kann. Ist ein Obolus obendrauf, finde ich auch in Ordnung. Süßigkeiten und Stärkungsover. Wer kennt's nicht, ne? Eine Sackgasse. Meiner Karte nach sollte der Ausgang am Ende des Kanals sein. Aber wie kommen wir dahin? Wir sind auf dem richtigen Weg. Wir könnten die hölzerne Planke da unten nutzen. Na klasse, das wird ein Spaß. Yay. Eine Bootsfahrt, die ist lustig. Eine Bootsfahrt, die ist schön. Scheint, als würde es klappen. Ziemlich romantisch, nicht? Ach, bitte hör auf. Mir fällt es schon schwer genug, von dem Gestank nicht zu kotzen. Was ist das? Scheint, als hätten wir Gesellschaft. Oder doch nochmal eine Runde tanzen, ha? Der Kraken schon wieder? Was stimmt mit dem Ding nicht? Hat es darauf gewartet, dass wir ins Wasser gehen? Was immer es auch ist, diesmal wird es uns wohl nicht mehr alleine lassen. Bereit machen. Ja, Mensch. Kann man nichts verstehen, wie langweilig. Oh, einzelne Tentakel. Das... Weiß nicht, ob ich das gerade gut finden will oder nicht. Magischer Kratschern. Kratschern. Warum muss ich da gerade an My Hero Academia denken? Ah, Tentakelheilung, ja natürlich. Was kannst du eigentlich?
Power-Rüstung fügt eine Körper. Ja, mach das mal. Oh mein Gott, er baut sich ein komisches Dingsterbums da. Krieg ein bisschen Dark Chronicles Flashbacks. Ah, schön. Das Ding Wimpern? Oh mein Gott, der Krake hat Wimpern. Das ist weird. Wir müssen halt definitiv den da oben loswerden. Ich glaube, da muss ich nicht drüber nachdenken. Tentakeldurchbohrung. Ja, ja. Tentakeldurchbohrung, du mal. Schön. So muss das. Einziges Problem, was ich gerade habe. Ja, genau das. Ich komme gerade nicht aus dem Overheat weg, weil ich sowas gerade nicht einsetzen kann. Ein bisschen unpraktisch, aber naja. Müssen wir jetzt halt mal durch, ne? Eigentlich noch was bei rum, weil er gesagt hat, er sieht den gefallenen Tentakel. Habe ich gewonnen? Ich habe gewonnen. Okay. Ja, nein, meine drei Tentakel. Hat er nicht Angst? Ich will mich jetzt nicht beschweren. Ja, schon so ein bisschen, aber eigentlich auch nicht. Aber müsste er nicht 8 Stück haben? Und er heult dann rum wegen 3. Das war heftig. Lass uns von hier verschwinden. Ich meine, wir sind die ganze Zeit am Fahren. In der Theorie hätten wir irgendwann gegen eine Wand knallen können. So ist ja nicht. Endlich unter freiem Himmel. Wo sind wir? Der Karte nach ist das der südöstliche Hof. Die Schatzkammer ist südlich von hier. Ich schätze, hier trennen sich unsere Wege. Verzeih, dass ich vorhin so skeptisch war. Nun, das ist eine weise Eigenschaft. Die solltest du nicht ablegen. ein Feuer? Na großartig, die Gerüchte sind wahr geworden. Die Einwohner haben mit dem Protest begonnen. Ein Protest? Gegen was? Sie wollen nicht, dass der Kanzler Escanias Tarin vertraut. Gerüchte sagen, Prinz Frederick von Tarin hat den Vertrag nur unterschrieben, um sich vom Schaden zu erholen, den das Grimoire angerichtet hat. Sobald Tarin wieder bei voller Stärke ist, wird der Krieg weitergehen. Grimoire? Wir sollten uns beeilen. Möge das Licht des Schicksals seinen Weg erleuchten. Ich wünsche euch das Gleiche. Grimoire, ha? Deswegen Grimoire Splitter, ha? 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 Macht Sinn, ne? Ha? Hey. Warum habe ich jetzt einen leuchtenden Nippel? Meine Hände hören nicht auf zu zittern. Beide Amulette glühen. Ist die Zeit endlich gekommen, Meister? Der Victor. Was für eine Freude, euch hier zu sehen. Hey, Dayale, bitte heißt unseren Ehrengast willkommen. Sir Victor von Arcadia, der kreative Geist hinter all euren Lieblingsstücken. Mahlzeit. Nun wollen wir immerhin wissen, Sir Victor, was ist das Geheimnis hinter euren Geschichten? Basieren sie auf wahren Begebenheiten? Habt ihr sie selbst erlebt? Meine liebe Rosamund, dass es niemand so genau weiß, gibt den Geschichten erst die Würze. Jede Antwort auf eure Fragen würde euch nur enttäuschen, also bitte erlaubt mir keine Antwort zu geben. Er hat sich sie natürlich ausgedacht. Sir Victor hat Dutzende Geschichten und Stücke geschrieben. Wie könnte er sie alle in einem Leben erlebt haben, my lady? Aber ist Sir Victor nicht ein Arr? Das wusste ich nicht. Das ist das erste Mal, dass ich einen treffe. Ich bin nicht verwundert. Unsere Art ist selten, Lady Rosamund. Aber davon abgesehen sehen wir aus wie Menschen. Also, wie alt seid ihr, wenn ihr mir die Frage erlaubt? Das ist schwer zu sagen, doch als die Universität von Nysa hier in Valandis noch existierte, war ich bereits am Leben. Das war vor 500 Jahren. Um Himmels Willen, ihr habt das legendäre Nysa in seiner Blüte erlebt? Er hat dort sogar studiert.
Meine Güte, ihr wart also in der Lage, Magie zu nutzen? Meine Magie ist ein wenig eingerostet, aber ja. Ich wurde in einer Zeit geboren, in der die Magie aller Rassen deutlich weiterentwickelt war. Wie aufregend, dann ist die Prinzessin hier nicht die Einzige, die Magie einsetzen kann. Oh, vergebt mein Vollottos Mundwerk, eure Situation ist freilich anders. Sir Victor. Bitte verzeiht mir, Sir Victor, ihr werdet gebraucht. Verstanden, mein guter Heinlein. Prinzessin, Ladies und Gentlemen, bitte verzeiht. War das in Ordnung? Perfekt sogar, Heinlein. Eine kleine Pause ist genau das, was ich gerade benötige. Wie besprochen, euer Handsignal. Ihr wurdet sprichwörtlich mit Fragen bombardiert. Wie wahr, dabei bevorzuge ich es, der Zuhörer zu sein. Wenn ihr mir diese Anmerkung erlaubt, ich könnte all das nicht. Ich stelle mir diese diplomatischen Gespräche ermüdend vor. Man gewöhnt sich daran. Solche Veranstaltungen dienen lediglich der Selbstdarstellung und dazu einen guten Eindruck zu hinterlassen. Nicht versuchen zu streiten und einfach wiederholen, was gesagt wurde und alles ist gut. Für euch mag das einfach sein. Soll ich dir zeigen, wie man sich in solchen Kreisen benimmt? Ich wäre interessiert, Sir Victor. Neue Talente, yay. Nichts gemacht, trotzdem kriegt er neue Talente. Doch auch richtig cool, ne? Man muss nichts machen und wird trotzdem besser. Ah, wollte schon sagen, aber der sieht noch zickiger aus als Heinlein. Alles verläuft nach Plan. Gut, sehr gut. Nichts darf schief gehen. Ah. Lord Sigurd ist ziemlich aufgeregt, doch das war zu erwarten. Nach einem so langen Krieg ist der Frieden sehr zerbrechlich. Ich möchte mir die Auswirkungen nicht vorstellen, sollte hier beim Bankett etwas Schlimmes passieren. Das könnte einen neuen Krieg bedeuten. Oh, wie aufregend. Ich dachte an die Kirche. Alle Leute auf Eldria finden diesen neuen monotheistischen Glauben großartig. Er verspricht ein modernes Lebensgefühl und wirbt für diverse Vorrichtungen, die einem das Leben erleichtern sollen. Aber ehrlich gesagt, erinnert mich diese Kirche eher an ein Unternehmen als an eine Religionsgemeinschaft. Ich bleibe bei den alten Göttern. Da drüben ist Sir Raphael. Als Großinquisitor darf er in der Öffentlichkeit nie seinen Helm abnehmen. Oh, das wäre echt scheiße. Ich frage mich, wie er das alles essen will. Ja, ne? Oh, Sir Victor, ich bin hocherfreut. Ich kann es kaum erwarten, die neue Kathedrale einzuweihen. Es ist meine Ehre, euch und so viele andere ehrwürdige Gäste begrüßen zu dürfen. Warum siehst du aus wie Nero oder sowas? Im Norden liegt Tarin und die Hauptstadt Tormund. Seitdem der König vor Jahren schwer erkrankte, regiert der junge Prinz Frederick. Im Nordosten liegt Gravos, die Hauptstadt von Wernshire wird von Lady Parnella regiert. Doch seit dem Anschluss vor einem Jahr ist sie nichts weiter als eine Marionette von Tarin. Und wir befinden uns hier im Süden, in Farnsport, der Hauptstadt von Escania. Prinzessin Amania ist zu jung, um zu regieren, also übernimmt Kanzler Sigurd all ihre Aufgaben. Das klingt schon wieder nicht gut. Gott, Prinzessin Amalia von Escanier soll Magie beherrschen. Sie ist von edlem Geblüt, da ist es nicht ungewöhnlich, dass starker Äther durch ihre Adern fließt. Nein, nein, Prinzessin Amalia ist falls ein anderer. Denkst du, dass sie einen Pakt geschlossen hat? Nicht so laut, die Prinzessin spricht nicht gern darüber. Soweit ich weiß, ist Prinz Frederick von Tarin krank geworden. Nichts Ernstes, aber er konnte unmöglich diese lange Reise auf sich nehmen. Er ist derjenige, der den Friedensvertrag vorgeschlagen hat, also nimmt ihm das niemand übel. Während Nabrelia im Westen seit Jahrzehnten in einen Krieg, Bürgerkrieg verwickelt ist, versteckt der pazifistische König von Arnsreich sich in seinen Bergen im Osten. Deshalb blieb Valandis bisher von einer Invasion verschont, doch die Dinge könnten sich jeden Moment ändern. Nur ein vereintes Valandis hat eine Chance, Prinz Frederik von Tarin hat all dies möglich gemacht. Naja, ganz schön. Die Prinzessin hat Farnsport noch nie verlassen. Man sieht ihr an, wie aufgeregt sie ist, so viele neue Leute zu sehen. Okay. Hast du genug geredet? Ich meine, ich kann auch gucken, ob unten noch was ist, aber ansonsten haben wir... Jetzt zu gehen wäre ziemlich unhöflich. Ach, Quark. Mit Soße. Der blaue Fisch und... Also der blaue Fisch oder der hier, die sehen sehr aufgeregt aus, obwohl sie höchstwahrscheinlich tot sind. Ja, das war alles. Es freut mich, euch hier zu sehen, Sir Victor. Ich bin stolz, dass so viele meiner Einladungen gefolgt sind. Eine Person vermisse ich allerdings. Ihr sprecht von Tarins Herrscher. Richtig, Prinz Frederick ist erkältet.
Es ist besser, wenn er zu Hause bleibt. Ich bin ausgesprochen dankbar für seinen Beitrag zum Frieden. Sobald Prinzessin Amalia volljährig ist, möchte ich ihr ein Königreich des Friedens übergeben, nicht eines von Blutvergießen und Hunger. Apropos Prinzessin. Da ist sie. Ich glaube, ich habe euch ihre königliche Hoheit Prinzessin Amalia noch nicht offiziell vorgestellt. Guten Tag, Sir. Sie redet nicht gerne darüber eigentlich, ne? Also es ist nicht aufregend, so viele neue Gesichter zu sehen. In der Tat. Meine Mutter hat mir eure Geschichten vorgelesen, Sir Victor. Dank euch habe ich wenigstens eine positive Erinnerung an sie. Komm, Prinzessin, ich möchte euch noch jemanden vorstellen. Ah, Sir Victor, da seid ihr ja. Ich möchte euch jemanden vorstellen. Das ist Sir Raphael. Der Großinquisitor höchstpersönlich. Ich fühle mich geehrt. Ich fühle mich nicht weniger geehrt, einen Mann eures Ansehens kennenzulernen. Er könnte Spaghetti essen, ne? Einfach durch die... Einfach durch diese Löcher natürlich. Ah, schön. Also Fisch wird schwierig. Vielleicht könnte man ein Rippchen auch so ein bisschen schälen. Ja, okay. Ich würde gerne nach der Zeremonie mit euch sprechen, Sir Victor. Ich denke, euer Ruhm könnte beim Verbreiten des einen Glaubens hier in Valandis von Nutzen sein. Oh, schaut da drüben, Sir Raphael. Da ist noch jemand, den ich euch vorstellen möchte. Ah, Sir Victor, es war interessant zu beobachten, wie ihr euch vor den Gästen dieses Baguettes verhalten habt. Ihr habt einen vorbildlichen Eindruck hinterlassen, ein Gast hat mir das für euch überreicht. Nun, ich glaube, der erste Gang wird serviert, danach wird Bischof Zacchaeus die Kathedrale einweihen. Ah, das war easy. Also gut, das Juwel muss hier irgendwo sein. Ich hätte trotzdem lieber vorher gespeichert. Aber diesmal nicht, nein, nein. Ich habe aber echt nicht gedacht, dass wir auf einmal Frage-Antwort-Runde spielen würden hier. Verdammt, Soldaten, was machen die hier? Zeit für eine kleine Zusammenfassung der heutigen Ereignisse. Ich habe gehört, ihr zwei wart in den Wohngebieten von Farnsport stationiert. Ja, Sir. Irgendetwas Verdächtiges beobachtet. Nur kleinere Vorfälle. Eine Brieftasche wurde in einer Bar gestohlen. Wir hatten einen Zeugen, eine Frau in Rot soll die Diebin sein. Außerdem war da ein Kerl, der ein Nickerchen auf einer Bank gemacht hat. Seine Habseligkeiten wurden ebenfalls geklaut. Ein Tourist hat den Dieb bemerkt, er sagt, es war eine Frau mit roten Haaren. Und schließlich war da noch ein Mann, dessen Geld geklaut wurde, als er gegessen hat. Er konnte die Diebin stellen, aber sie entkam. Er sagt, es war eine Frau mit roten Haaren in einem roten Kleid. Ich sag doch, sie ist eine Scheiß-Diebin und das kommt mich nochmal teuer zu stehen. Ich wusste es. Das war alles, Sir. Schätze, bei so einer Veranstaltung sind ein paar Diebstähle zu erwarten. Ihr habt Augenzeugen für jeden Diebstahl gefunden. Gut gemacht, Soldaten. Schätze, ich kann euch diese Belohnung dafür geben. Nun geht und fangt mir die Diebe. Ja, Sir, ja, Sir. Diese Vorfälle kommen mir bekannt vor. Schauen wir mal, was der Hauptmann den Soldaten gegeben hat. Jetzt lässt es auch noch so dastehen, als wäre es... Also... Nee. Damit das mal weggeht. Also ich würde das ja einfach so stehen lassen, aber dass da halt dann für immer und drei Tage steht, dass ich ein neues Talent lernen könnte, das geht mir dann doch ein bisschen auf den Keks. Das kann ich allerdings wieder hier speichern, weil jetzt haben wir genug Minispiele gespielt. Und darf ich einfach weitergehen? Ich dachte, ich will mir angucken, was die bekommen haben. Das wird das Dingsterbumster sein, was ich holen soll, nehme ich an. Also gehen wir mal gucken, was... Nein? Nein. Dann das, wofür war dann der Satz? Okay, whatever. Schatzruhe. Schauen, was wir hier haben. Bist du nicht wunderschön? Wäre eine Schande, etwas so Schönes wie dich an diesen Idioten zu übergeben. Mal schauen, was der Schlüssel noch so öffnen kann. Ich kann nicht glauben, dass er uns von dem Fall abgezogen hat. Wir hätten diejenigen sein sollen, die nach weiteren Attentätern Ausschau halten. Stattdessen sind wir nun hier. Der Hauptmann hätte nicht ahnen können, dass er am Osttor eine Revolte beginnen würde. Uns fehlt jetzt einfach an, uns fehlt es einfach an Männern. Deswegen sind wir jetzt hier. Das eigentliche Problem ist, dass wir jetzt zu nah am Bankett sind. Was, wenn nicht jemand erkennt? Niemand würde die Prinzessin von Tarin hier vermuten.
Selbst sie, die mich erkennen könnten, würden das vermutlich nur für eine starke Ähnlichkeit halten. Außerdem kennen sie mich nur in anderer Kleidung, mit anderer Frisur und... Prinzessin? Rob! Entschuldigung, ich meinte Len. Das meine ich nicht, sie war da drüben. Das ist der Mann, der mit dem Banditen in der Höhle gesprochen hat. Aber ist das nicht? Ich habe ihn ohne seine Uniform nicht im Dunkeln erkannt. Das ist General Mathieu von Tarin. Und das ergibt keinen Sinn. Warum umgibt er sich mit Räubern? Ich frage mich, ob Prinz Frederick davon weiß. Mein Bruder hat den Friedensvertrag vorgeschlagen. Warum sollte er ein Attentat planen, um ihn zu sabotieren? Wer weiß, was in Torbund passiert. Wir sind schon lange von dort weg. Nach 150 Jahren haben wir endlich Frieden. Wie kann der General nur die Mühen meines Bruders so zerstören? Berichten wir das dem Kommandeur? Das kann große Konsequenzen haben. Ich brauche erstmal frische Luft. Also gut, das wird dir gut tun. Rob? Psst, hörst du das? Nichts, nichts und nichts. Es sollte hier doch Informationen geben. Sicher, dass du alles durchsucht hast? Ja, wenn es hier Dokumente zum Grimoire gäbe, wären sie hier. Das ergibt keinen Sinn. Beruhig dich. Wir reden hier über eine Waffe, die ganze Region vernichten kann. Vielleicht sind die Dokumente besser versteckt. Tut mir leid, es ist nur... Lass dir das nicht zu nahe kommen, Glenn. Wer hat den Stein in Warrenshire platziert? Tarin, schätze ich. Er wurde von Soldaten Tarins beschützt. Aber du hast gesehen, was der Stein macht. Warum würde Prinz Frederick seine eigenen Männer opfern? Ich hätte schwören können, dass Escania involviert war. Irgendwie. Sie waren die einzigen, die von der Katastrophe profitieren konnten. Aber hier ist nichts. Wer weiß, was sie mit dem Grimoire vorhatten und was der Stein sonst noch so kann. Vielleicht wollten sie ihn nie so einsetzen. Vielleicht, wenn ich ihn nicht zerstört hätte. Fang nicht wieder damit an, du kannst nicht... Wer seid ihr und was tut ihr hier? Ihre Waffen sollten Antwort genug sein. Das ist nicht gut. Bleib ruhig, Glenn. Lass uns von hier abhauen. Halt, ihr könnt nicht entkommen. Da lang. Eine Sackgasse. Nein, wir nehmen die Leiter. Du weißt nicht mal, wohin sie führt. Wen interessiert's? Los! Okay. Oh, großer Gott, wir danken dir einmal mehr für das Ende des Krieges. Endlich können wir das wahre Schicksal nach Valandis bringen. Diese neue Kirche wird Menschen ein sicherer Hafen auf dem Weg in die Zukunft sein. Möge das Licht des Schicksals uns zu Wohlstand führen. Eruid. Nun können wir mit Freuden zum Bankett zurückkehren. Mir kam zu Ohren, dass es als Hauptgang gefüllte rolandsche Schweineohren gibt. Ja, pass auf, wo du hintrittst. Die Planken sind rutschig. Kannst nicht entkommen. Willst du in deinen Tod stürzen? Da oben. Glenn, pass auf. Wer bist du? Glenn. Sie sind bewaffnet. Bleibt stehen. Das ist eine Katastrophe. Das musst du mir nicht sagen. Seid ihr in Ordnung, Prinzessin? Mir geht es gut. Wer seid ihr? Männer, verhaftet sie. Kann das sein? Prinzessin Celestia? Senkt eure Waffen, habe ich gesagt. Wir sind von der Stadtwache. Kein Grund, mit den Waffen auf uns zu ziehen. Wer wird dir das in deiner Zivilistenkleidung bitte glauben? Ich habe nicht nach deiner Meinung gefragt, Dieb. Holt den Kommandeur, er wird... Letzte Warnung, senkt eure Waffen. Wir müssen das aufklären. Ihr lasst uns also keine Wahl außer Gewalt. Endlich draußen. Ich wusste, dass mich dieses Rohr nach draußen führen würde. Hi. Ich muss falsch abgebogen sein. So sieht man sich wieder.
Wir haben diese Mission richtig vergeigt. Müsste dieser Großinquisitor, der da auf der Bank sitzt, sich irgendwie mal irgendwann aufstehen und was machen wollen? Oh mein Gott, wie aufregend. Savik, da ist alles in Ordnung. Die Farbe hat eure Wangen verlassen. Das ist unmöglich. Das ist... Was machen sie hier? Auf meinem Befehl. Wartet, wenn das wirklich die Prinzessin... 3, 2, 1... Da kommt jetzt noch der Dämon dazu. Ein Erdbeben. Das ist kein gewöhnliches Erdbeben. Etwas kommt. Es ist plötzlich so warm. Das ist so warm, ich verbrenne fast. Da oben. Was ist das? Achtung. Ein Dämon. Was passiert hier? Ah! Ihr alle flieht. Prinzessin. Hey, lass sie in Ruhe. Blöde Idee, Glenn. Ganz blöde Idee, Glenn. Dein Untreiben endet hier, Dämon. Ich werde dich vernichten. Kann ich den im Team haben? Das wäre voll Knorke. Ich meine ja, geht es euch gut? Ja, danke. Jeder kommt her, verschwinden wir. Lauf, Glenn. Ah, Mini-Dämon, wie süß. Mehr Monster? Beschwört das Biest sie? Wir können uns vermutlich um die Kleinen kümmern. Schnell, lass uns die Chance nutzen zu fliehen. Glaub nicht, dass wir dich entkommen lassen. Los, alle lauf, das Feuerbiest verfolgt uns. Jeder deiner 4 Charaktere in der aktiven Gruppe kann mit einem Reservecharakter verknüpft werden, wodurch ein sogenanntes Tag-Team entsteht. Oh. Um 2 Charaktere zu verknüpfen, öffne das Menü Aufstellung und platziere die Charaktere nebeneinander. Diese beiden Charaktere teilen sich jetzt einen Kampfslot und können während des Kampfes nach Belieben ausgetauscht werden. Im Kampf kannst du R1 drücken, um den verknüpften Charakter anzuzeigen. Drücke R1 ein zweites Mal, um zu wechseln. Dies kostet keine Aktion, der neue Charakter kann sofort handeln. Wenn sich jeder Charakter in einem Tag-Team befindet, können bis zu 8 Charaktere am einzigen Kampf teilnehmen. Nur handlungsunfähige Charaktere können ausgewechselt werden. Handlungsfähige, Entschuldigung. Ja, macht Sinn. Macht mehr Sinn, als das, was ich gelesen habe. Außer Gefecht gesetzte Charaktere blockieren einen Slot. Stärkung und Schwächung der ausgewechselten Charaktere frieren ein, während sie inaktiv sind. Das Auswechseln eines Charakters bietet viele Vorteile. Setzt die Overdrive-Anzeige herab. Es ermöglicht den Zugang zu mehr Talenten und somit mehr Strategien. Wenn deinem Charakter die LP oder TP ausgehen, kann er ausgetauscht und in Sicherheit gebracht werden. Gelegentlich wenden Gegner einen Statuseffekt namens Schwächung ein. Bei einem Treffer kann der geschwächte Charakter nicht handeln, bis er ausgewechselt wird. Okay. Also stellenweise muss ich theoretisch wechseln, aber nicht so richtig. Interessant. Wir haben Sir Victor jetzt noch nie im Kampf gesehen, aber ich würde es gerne so rummachen. Und dann können wir... So, dann erstmal den lernen. Hat aber zu tun. Sie kann direkt den Windstoß lernen. Dann haben wir hier sehr, sehr schön Elemente abgedeckt. Ach, sie kann noch mehr lernen. Meine Güte. Luftkiller, Windwiderstand, Erblindungswiderstand, ja. Nie wieder blind werden. Und ja, von mir aus Bestienkiller. Wechselt so oft wie möglich mit eurem Partner. Das wird uns helfen, unseren Overdrive zu kontrollieren. Und wechselt auch, wenn euer Gegner euch schwächt. Was du nicht sagst. Vergessene Goldlarve, vergessene Larve. Und sie zählen als Drachen. Weiß nicht, was die mal mit Drachen haben. Also sie war come on. Das, ne, da haben wir das wieder. Da achte ich einmal nicht drauf und schon ist wieder dumm. Egal. Sie ist immer noch geschwächt. Sollte ich vielleicht wirklich mal drauf warten, was ich tue. Ja, ich bin so ein guter Spieler. Ich achte auf alles und jeden. Ja.
Schwäche 7, ernsthaft? Ja, irgendwann muss das aber eigentlich mal reichen, ne? Naja, mit Trompete. Ja, warum auch nicht? Aber eine Schwäche von 7 ist aber auch echt lächerlich lange. Möchte ich nur mal so an dieser Stelle erwähnt haben. Okay. Ach, hallo. So, jetzt aber. Mein, ist ja nicht unbedingt was Wichtiges, ne? Aber ich würde halt gerne, wenn man mir die Möglichkeit gibt, Sachen zu klauen, dann würde ich es auch gerne mal machen. Und wieder raus, natürlich. Warum mit Trompeten? Ist egal. Aber trotzdem, also irgendwie hinterfrage ich das schon wieder, aber warum Trompete? Wechseln wir lieber und dann greifen wir nur an. War schön im. Ist also einfach der Bade der Truppe, ist okay. Kann ich mit arbeiten, kann ich mit umgehen. Zwei Ascheknochen. Ah, ah, ah. Sie haben im Kampf geleuchtet, nehme ich mal an, dass ich deswegen gerade 13 FP bekommen habe. Cool. Tja, man geht durch die Tür oder nicht? Also das mit den Soldaten habe ich jetzt trotzdem nicht verstanden da vom Anfang her, aber naja. Okay, hier ist es aber jetzt zum Beispiel, hat keine zweite Seite, man kann aber trotzdem umblättern. Finde ich ein bisschen dumm. Aber egal, was macht der Lebensfaden? Nein, nicht. Achso, das ist das Klassenwappen. Ah. Das sind nur Sachen mit diesem X. Satz mit X. Kriegt sie den Lebensfaden. Anyway. Wie man so gemein. Ich meine, es müsste am Mittwoch hochgeladen werden, aber. Hat also nicht diesen riesen Cliffhanger-Effekt, aber morgen gucken wir uns mehr dazu an. Und an dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei meinen Patreons bedanken für ihre Unterstützung für den Kanal. Da hätten wir Snowvillier, Pan88, MihoYam und Nikita. Vielen Dank, dass ihr mich unterstützt und an das Projekt hier glaubt. Da ich noch gar nichts über das Spiel weiß, hier einfach mal so ein Schuss ins Blaue. Wir Helden, wir machen das Böse platt. Und das machen wir auch beim nächsten Mal wieder, wenn ihr wieder einschaltet, hier zurück bei Chained Echoes. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Abonniert, kommentiert und liked das Ganze. Bis zum nächsten Mal.